Yo Leute, was geht ab? Haben wir am Start. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Craft Me, Minecraft-Helden. Wie ihr schon meiner Stelle sehen könnt, Leute, guck mal, was ich hier in der Hand habe. Wir haben einen Dreizack und den mache ich jetzt mal ganz kurz fertig, weil, Leute, wir haben hier schon alles draufgeklatscht. Sog 3 und Reparatur, und was natürlich nicht fehlen darf, ist Haltbarkeit 3. Damit haben wir jetzt auch einen Dreizack und ich mache meine Stiefel mal ganz kurz Federfall 4 drauf. Hatte ich gar nicht ganz drauf gehabt und jetzt geht mein Ding kaputt. Was aber nicht schlimm ist, Leute, wir holen natürlich unsere Rüstung wieder mit. Ich muss heute wieder einiges nachholen und ich muss mit noch gucken, dass Rhiny erwischen kann, dass wir... Leute, der Wife sagt ganz ehrlich, red mal vor mit Rhiny, Leute. Also ob Rhiny was dagegen hätte, dass der Wife wieder zurückkommt zu den Eiskrieger-Freunden. Ich würde mich da sehr, sehr, sehr drüber freuen. So, wir haben hier erstmal alles, so, wir machen das so alles hin. Okay, es passt eigentlich mit unserem Equipment. Wir haben echt viel dabei und ich muss jetzt auch ein bisschen farmen gehen, Leute. Und zwar Äpfel, Hasendinger brauche ich. Aber was braucht man nochmal für einen Rucksack, Leute? Weil ich muss mir einen neuen Rucksack wiederholen. Rucksack. Warte mal, ich glaube, ich muss hier gucken. Rucksack, okay. Wir brauchen ein Eisen, zwei Fäden. Ja gut, die Fäden können wir gerade hier mitholen, glaube ich. Haben wir noch irgendwo hier? Ja, Fäden haben wir da. Ich hatte hier, glaube ich, noch irgendwo noch was anderes. Schlafsack, okay. Fäden, wir hatten noch irgendwo noch dieses... Wir hatten noch irgendwo Leder gehabt. Nicht das Normalleder, das holen wir da kurz rein. Sondern Hasenleder hatten wir gehabt, Freunde. Weil ich muss mir einen neuen Rucksack machen, koste was es wolle. Ich habe mir drei Stück... Ja... Drei Stück. Oh, ich kann mir jetzt schon einen machen, oder? Rucksack. Ja, ich kann mir jetzt schon einen machen, Freunde. Ja gut, habe ich nichts gesagt. Habe ich nichts gesagt, Freunde. Da habe ich mal ganz kurz nichts gesagt, Freunde, ne? Sollte ja wohl ganz kurz klar sein. Wir machen mal ganz kurz hier alles rein. Da kann ich mir auch noch extra Essen mitholen, ne? Ja, können wir uns extra Essen einpacken. Das packen wir, das PvP-Essen. Sehr geil, Leute. Das heißt, wir haben uns mal ganz schnell einen Rucksack gemacht. Und guckt euch das mal an jetzt hier. So, wir machen mal, wechseln mal ganz kurz so rüber. Weil so fliege ich immer am besten, Leute. Okay. Let's go, Freunde. Ja gut, den Weg hier raus kennt ihr alle, ne? Also wurde ja schon mehrfach geleakt, Freunde. Packen wir ganz kurz da rein. Oh, oh. Ihr wisst, was das heißt. Guck mal, Leute, ich kann jetzt einfach rumfliegen. Wuhu! Oh mein Gott. Aber ich glaube, ich muss die Schuhe nochmal ausziehen. Aber jetzt? Guck das mal an hier, Leute. Wir gucken mal jetzt kurz, wir müssen zur Pauberger Burg. Ich will gerade abchecken, ob irgendwelche Sachen von mir noch weg sind. Boah, guckt euch das mal an jetzt hier, Leute. Es ist einfach Amir am Fliegen. Zum Glück habe ich damals meine Wasserkriegerzeiten gehabt, Leute. Da haben wir sehr viel mit dem Dings trainiert. So. Okay, guck mal, Leute, wie schnell das jetzt auch geht, ne? Aber unter Wasser geht es auch übel schnell. Guckt euch das mal an hier, Leute. Guckt euch mal das hier an. So, in die Richtung müssen wir. In die Richtung müssen wir. Guckt an, Leute. Oh, es macht so viel Spaß. Es macht so viel Spaß. Und hier gehen wir wieder ein bisschen höher. Hier gehen wir wieder ein bisschen geradeaus. Gehen wir wieder ein bisschen höher. So. Hä? Oh, ich hab nichts da in den Händen gehabt. Oh, das ist jetzt aber auch gefährlich, Freunde. So. Wir essen ganz kurz natürlich was. Aber das Gute ist... Wir fliegen einfach dran, wieder dran, weiter vorbei. Ja, guck mal, wenn man die Stiefel anhat, kann man nicht mehr so gut fliegen. Guck dir das mal an hier, Leute. Ich frage mich, ob das die normalen Stiefel sind oder ist das wegen dem Wasserläufer. Müsste nicht hier irgendwo die Pauberger Burg sein? Was ist das denn hier? Aua. Okay, Freunde, also. Hier ist die Paulberger Burg. Heidi hat hier ein großes E gemacht. Restaurant zum Guten. Heidi. Okay. Na gut, das juckt uns aber erstmal nicht. Oh Gott. Da habe ich das Wasser kurz falsch geplaced. Okay, Leute, also hier haben wir mein Gefängnis.
Ah, ich habe noch ein bisschen Weizen gehabt, hätte das noch gehabt. Okay. Aber mehr gab's hier nicht, Freunde. Mehr gab es hier erstmal nicht. Okay, verstehe. Also da haben die meine Sachen hingetan. Aber irgendwo liegt mein Rucksack noch, Freunde. Boah, hier. Das Ekelhafte, Leute. Das erinnert mich an Zeiten, die nicht so nice waren. Oh, warte mal, Leute. Hier. Aber wir bräuchten eigentlich ein bisschen TNT. Oh. Alfredo Junior? Wartet mal. Rossig. Sagt dir Alfredo Junior etwas? Wie heißt der? Und goldener. Und goldener Günther. Leute, wir haben, glaube ich, deren Pferde hier. Okay. Hm. Von wem sind die Pferde? Wollt das, wenn ich. Also, ich mache jetzt nichts, Leute, ne? Ich habe meine Fehler gelernt, ohne die Jungs abzusprechen. Alfredo Banks. Der ist gerade vor mir. Also, das Pferd. Was ist das? Goldene Harnisch. Okay, das ist nur goldene Harnisch. Leute, ich sag mal so. Ihr seht, ich hätte hier alles machen können, was ich wollen würde. Ich tue es wieder zurück. Aber ich bespreche mit den Jungs, wie wir zu allen stehen. Weil die haben ja, also Banks hat ja einmal Ryan hier angegriffen. Das dürfen wir nicht vergessen, wie wir da am besten vorgehen sollten. Aber, na gut, soll erstmal so sein. Wir gehen erstmal wieder ins Wasser. Boah, Leute, ist das hier schön. Ne? Ich sag euch so, wie es ist. Wenn wir jetzt noch die Stiefel abmachen, dann gucken wir, wie schnell wir jetzt sind. Gucken wir mal, wie schnell wir sind, Leute. Zack, 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 zack. Okay, Freunde. Ich würde sagen, ich muss mich mal langsam mit den Jungs treffen. Und dann sollte es weitergehen. Let's go. Freunde, wir haben ein Problem. Rainy ist gar nicht da. Der ist wohl irgendwie weg wegen einem Geburtstag oder so. Aber ich habe gesehen, beziehungsweise er hat mir ja erzählt gehabt, dass er ein Treffen mit Dr. Banks Chaos und so hatte. Und da ist wohl irgendwas passiert, Freunde. Ich werde mich mal ganz kurz irgendwo hin verstecken. Aua. Damit ich abchecken kann, was bei ihm los war, Leute. Weil, hey, wenn die dem irgendwas getan haben oder so. Leute, ihr wisst, wie ich darauf reagiere, wenn Ryan jemand, also wenn Ryan etwas passiert oder auch deiner Wife. Wir müssen uns mal Ganze angucken. Ich habe ihn leider deswegen nicht erreicht bekommen. Aber ich würde sagen, wir checken das mal ab und hoffen, dass da jetzt nichts Schlimmes passiert ist oder so, Freunde. Weil darauf hätte ich natürlich gar keine Lust, Alter. Also wenn die jetzt einfach so Ryan ohne Grund angreifen. Ryan ist einer eigentlich der nettesten Menschen. Der macht keinem was und einen Grund haben sie ja gerade nicht. Die haben ja genug Stress gerade mit allen. Die werden von Sue gejagt. Die haben Beef mit Max und so. Jetzt noch mit sich und mit uns anzulegen, wäre nicht schlau. Aber, ah Leute, wer weiß, wer weiß. Und Danergy hat auch irgendwas damit zu tun, Leute. Danergy mit einem Herz will Ärger machen. Gar kein Problem, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und reacten drauf. Also hier fing es schon so an, Leute. Schaut mal. Habt ihr vielleicht Lust, Ryan zu töten? Na, ja. Wobei, ja. Ich habe schon ein Hühnchen mit denen zu rupfen, ja. Wir könnten den einfach eigentlich mal schreiben. Wie viele Herzen hat er noch? Platz 5 der Liste. Ich hab's mir auch gesehen. Ja. Hat er noch 3? Ist ein Dreierkandidat noch? Ja, ne? Mhm. Ryan. Ja, Leute. Das schauen wir uns mal ganz kurz an hier. Irgendwie bin ich hier, weil er hat mit mir noch ein Gespräch gehabt, das weiß ich. Zum vorsichtig sein. Zum Glück habe ich die Sachen von Armin bekommen. So. Oh. So. Zum Glück habe ich ihm noch einen Goldäpfel gegeben. Und hallo. Jo, was ist hier eigentlich alles? Ja, hallo. Ich auch gerne. Nur hier war Armin einfach eingesperrt die ganze Zeit. Ja. So respektlos. Los dann. Hallo, hä? Professor Großnase. Wie geht es Ihnen? Auch da! Hey, was geht ab? Reini! Na? Reinhard, bist du's? Ey! Wir sehen uns zum ersten Mal! Wir sehen uns einfach zum ersten Mal. Ja, wir sind auch auf unterschiedliche Inseln gespawnt, ne?
Okay, ich glaube, da scheint alles friedlich zu sein. Das ist okay. Ich hab den Zahnstocher. Das ist die Zahnstocher. Cool, kann ich so schlagen? Bam, 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 bam. Na, wie geht's dir? Bro, hier wurde einfach Army eingesperrt von... Okay, Ryan, ich muss mit dir reden. Ja, ja, ich hab neulich, ich war online sogar, ich hab's im Chat gesehen. Ja. Army wurde mit Amboss gekillt und du musst es so dir holen. So ehrenlos, so ehrenlos zu bewusst gegangen von einem Zweck. Okay, das interessiert mich aber jetzt gerade nicht, Leute. So, ist das eine Kopf? Falle? Hast du meinen Waschbär zu einem Hut gemacht? Ey, nein, nein, hallo! Okay, Spaß gemacht, ich lösche. Achso. Das war der Warnschlag. Ja, ja. Das war nicht gut. Junge, diese Burg ist auch schon mal besser. Ja, dieses Loch hier habe ich aus Versehen, nicht aus Versehen gemacht, während ich gegen drei von denen gekämpft habe. Eigentlich eine krasse Arena, die Burg. Eigentlich schon, ne? Aber das Eis nervt halt ultra beim Fighten. Ja, das Ding ist, Rainy, komm mal. Das Eis habe ich drauf gemacht. Ich hab was Wichtiges, was ich hier sagen will. Ja. Ich gehe hier auf meinen Platz. Okay. Wie es gehört so. Naja, ich glaube, wir ziehen gerade am selben Strang. Ich glaube, du und Amir haben beide gerade ein bisschen Wut gegen Crime. Das stimmt schon, aber ich muss vorher... Warte, ist eigentlich... Schade. Okay, warte, geh du auf den Redeplatz. Achso, ja, Entschuldigung. Also, das Problem ist, ich habe eine kleine Differenz, eine kleine Auseinandersetzung, sag ich mal, mit Ben aktuell, weil er der Meinung ist, dass ich euch angegriffen habe. Während dieses großen Fights. Er ist der Meinung, dass ich da geholfen habe. Ich dachte, es wären 8 gegen. Na, gegen also, 3, 8 gegen ich war 4. Online und habe gesehen, was abgeht. Genau, aber zum Beispiel war Alphastein gegen Max am Fighten vor mir und nicht mal da habe ich eingegriffen. Nicht mal da habe ich angegriffen. So, obwohl ich da ja die perfekte Möglichkeit gehabt hätte. Ben hat gesagt, er hat dich gesehen, aber. Ja, ich war in der Nähe, aber ich habe nicht mal einen Bogen aufgeladen oder irgendwie geschossen. Nee, das Ding ist, Vive hat halt gesagt: Ey, hier ist ein großer Fight, komm schnell, ich kann nicht mehr sagen. So, ich wusste nicht, wer fightet. So, ich bin hingekommen. Wait, aber warte, hat Vive das von den Paulbergern erfahren oder seid ihr spontan dazu? Vive ist. Das ist der große Kampf. Ich hab das gehabt. Hier. Yo, wo ich bin. Ein Bogen hier. Wäre jetzt hier irgendjemand gewesen da oben? Ja. Jo, dann bist du hey! Was will der denn? Ja, wollte gerade sagen, wenn du hier... Naja, aber warum genau wolltest du jetzt auch... Also ich denke mal, es war natürlich ein großer Punkt, das erste Mal sehen. So, ich habe viele Leute, ich habe Gomme auch noch nie gesehen. Also ich will dich, guck mal, Ryan, ich will jetzt nicht nur einfach... Ich will dich jetzt einfach nicht nur sehen, ja? Ich weiß... Was will Chaos Flow von Ryan? Und du hast eine schöne Brille, aber ich will dich nicht nur sehen, okay? Ich will mit dir was ausmachen. Ja. Das Ding ist, willst du Crimex an Kopf sehen, ja oder nein? Ich will Quimax Kopf rollen sehen. Der Quimax. Ja, der Quimax. Ja, das Ding ist, ich persönlich habe jetzt einen krassen Hass gegen ihn, aber er hat halt Unterstützung gerufen, obwohl es ein 1 gegen 1 war. Also er hat eigentlich die goldene Regel gebrochen, verstehst du? Das ist nicht persönlich gegen ihn. Ja, und so wie ich das mitbekommen habe, dass mit den Ampelkriegern war doch, also ihr hattet doch ein Bündnis abgemacht und wenn das verliert. Oder, guck mal, wir waren sogar so nett, wir haben ihm die Chance gegeben. Aber irgendwas war doch mit Ben. Wenn dann 1 gegen 1 gegen. Das Problem ist, wenn Army und Vive sich jetzt nicht vertragen, dann ist es halt schwierig, weil Vive. Oh ja, stimmt schon. Aber ich könnte mit beiden separat reden. Ich will mir einfach mal ein Bild machen. Ich frag mal. Oh ja, oder so. Ich wollte gerade sagen. Okay, die wollen. Ich kenne Flussbiom. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe tatsächlich. Okay. Ist hier ein Geheimkrieger? Okay, der Königskrieger. Hey, na, Ben? Ich hab mit ihm schon geredet. Na? Nein, ich will erstmal eine Frage stellen, bevor wir überhaupt reden. Bei dem Fight, wo eigentlich iCrimex per Gesetz sein Herz verlieren musste, bei dem 1 gegen 1 Fight iCrimex gegen Russik, wo dann plötzlich ein Haufen Leute sich eingemischt haben. Ja. Warst du da dabei? Ich habe gesehen, wie dieser Fight. Okay. Ich habe den Fight Taxi gesehen. Warst du dabei? Ich habe nicht zu einer Millisekunde nur einen Bogen gespannt oder irgendwas. Ich habe iCrimex gegen Alphastein fighten sehen und habe nicht mal da angegriffen. Nee, Alphastein. Ich meine, zum Zeitpunkt war das, dass die ein 1 gegen 1 gehabt hatten. Ja, genau. Ah, okay. Da bin ich irgendwann dazu, habe ich irgendwann gesehen. So bin ich. Warum bauen die den ein, Freunde? Irgendwas ist komisch. Ich bin mir gerade ein bisschen am Angucken, sorry. Aber die bauen den ein. Die sind mir sehr komisch. Was möchtest du, Daniel?
Was denn? Oh, hey. Ich hab irgendwann, gesehen, wie ihr auf dem Wasser seid und bin dann quasi direkt weggegangen. Danach hat man mich nie wieder gesehen. Ich habe noch nichts angreifen gesehen. Muss ich ja, habe ich auch nicht gesehen. Was hattet ihr denn gerade für ein Gespräch, ihr beiden? Dann glaube ich dir das mal. Dann glaube ich dir das. Hey, Ryan, es gibt da so ein kleines Problem. Was denn? Du hast noch drei Herzen, mein Freund. Ach so. Ja, Ben auch. Das stimmt tatsächlich. Ja, aber das liegt. Du weißt mal, was das liegt. Woran? Nicht an der Nase. An der Ampelaura. Ah, die Ampelaura. Leute, irgendwas ist hier komisch. Wollen die den angreifen? Bist du. Warte, Daniel, bist du jetzt bei den Ampelkriegern? Nein, Danergy, also du bist hier Anwärter, du machst dir erstmal gar keine Ahnung. Okay, okay, Boss, okay. Gut, dass du in der Penhouse Brust hast, Ryan. Was wollen die? Wir brauchen nicht noch mehr Feinde, wir haben schon 10 Feinde oder so. Ja. Ich habe mit ihm geredet und ich. Ja. Also. iCrimex gesagt, okay, wenn ich den Stack Dias gebe, lassen die Arme frei. Ich habe der Geheimbasis von Stani. Von Stani? Deswegen treffen wir uns nämlich auch hier. Warte ich schon drin? Nee, wir Okay. Ich weiß, genau. Und die Geheimbasis irgendwie. Guten Willen zu zeigen. Guck mal, ich glaube, du hast einen Dreizack, oder? Ja, aber ohne Verzauberung. Also ich kann hier mal einspende ich mal an die Ampelkrieger. Was macht der da? Flo hat nämlich keinen. So, ja, und dann. Gut, Flo, dann schenke ich dir den. Geil, das ist sehr, sehr groß. So, einfach nur, um mal zu zeigen, dass ich jetzt hier nicht irgendwie bin, um euch irgendwie, um irgendwas bei euch zu machen. Ja, Mann! Das ist ein guter Deal. Aber Flo, ich sag ehrlich, ich behalte den, du kriegst den ich habe. Der hat nämlich viel weniger Haltbarkeit. Das ist. Okay, aber wir sehen das? Uns, Leute. Ja, wie kann man so geiern, Junge? Also, wir wollen hier neben der Insel hier vorne. Ja. Das geht ein bisschen schneller. Was machen die hier? Gefährlich werden für ihn. Das könnte sehr, sehr gefährlich werden. Okay, Freunde, ich habe jetzt ein bisschen nachgedacht. Ich war gerade auf dem Regen. Okay, Freunde, also gefeilt haben die nicht. Warten, wir wechseln wieder rüber zum Game. Okay, Freunde, wir sind wieder in-game. Also, die wollten also ein Bündnis. Wollen die jetzt ein Bündnis mit uns haben? Nicht Angriffspakt? Ich habe es nicht richtig verstanden. Ich rede natürlich erstmal mit Rainy. Und mit a wife, was ich mir da drin vorstelle, Leute, aber wenn man es so nimmt, wegen Banks sein Spion-Ding hat dieser ganze Beef erst angefangen gehabt. Das darf man auch nicht vergessen. Ich weiß aber, viele von euch feiern die Ampelkrieger und schreiben mir auch öfters mal in die Kommentare, macht mal ein Bündnis mit dem, macht mal ein Bündnis mit dem. Leute, ich bin da sehr, ja, wie soll ich sagen? Ich weiß es noch nicht, Freunde, ob ich ein Bündnis mit dem machen will. Gucken wir uns mal ganz kurz hier um. Oh Gott. Okay, das ist schlimm. Oh nein. Ja, da kann man kein Wasser drauf placen. Also, ich weiß nicht, ob wir ein Bündnis mit dem machen wollen. Warte mal. Okay. Spreizsprung. Ah ja. Ja, mal gespannt. Ist aus Melina hier, Freunde? Nein. Ich hab irgendwas weggeschmissen. Nein. Wenn aus Melina hier ist, Leute, muss ich bereit sein für den Kampf. So. Nee, aus Melina ist nicht hier. Hallo? Also aus mir hat, glaube ich, auch die Paubecker-Ritter verraten, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe, Freunde. Also Max und seine Truppe, der scheint nicht wirklich loyal zueinander zu sein. Aber ich bin mal gespannt, was das ist. Okay, Freunde, also, die Ampelkrieger wollen wohl ein Bündnis mit uns haben. Ich werde aber zuerst mit Wife und Rainy reden, weil ich nicht sicher bin, ob das ein guter Move wäre. Weil dann stört uns direkt auch wieder den nächsten Krieg. Und wir müssen uns auf jeden Fall noch eine Base aufbauen, Leute. Es ist an der Zeit, dass wir uns eine Base aufbauen. Hat jemand gehört? Ich habe gedacht, ich hätte jemanden gehört, Freunde. Naja, Freunde, wir wissen da Bescheid. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und schreibt mir in die Kommentare, was würdet ihr machen in unserer Position. Ich würde sagen, wir wechseln einmal hier rum und hauen jetzt erstmal ab, Freunde. Damit niemand weiß, wo ich mich ausgelockt habe. Ich werde noch ein bisschen rumschwimmen, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da, haut rein, euer Amir. Ciao.